eng für den Zusammenhalt hier, müssen Spielregeln schon sein. Dadurch kann man auch zum Werkzeug des Verbrechens einfach werden, indem man etwas blind mitmacht, was man nicht kritisch hinterfragt hat. Wir kommen zur dritten Stufe, eben dem sogenannten postkonventionellen Bewusstsein gemäß Lawrence Kuhlberg. Und das ist die Stufe, wo ein Mensch eben sieht, ich darf nicht blind hinterherrennen, das ist viel zu gefährlich, viel zu sehr in der Möglichkeit der Verantwortungslosigkeit. Ich muss bei allem, was da kommt, ob Befehle, Konventionen, Gesetze und so weiter, ich füge mal hinzu, auch wenn aus meinem Inneren irgendwie Hormone blubbern und mir den Anstoß geben, mach jetzt dies, mach jetzt jenes, ich muss bei alledem es kritisch in Frage stellen und zumindest Grundmaßstäbe von Verantwortlichkeit, soweit wie ich sie kenne, auch anwenden. Wie beispielsweise die Grundbedeutung von Verantwortung, dass ich an die Folgen denken muss. An die Folgen meines Verhaltens und ob ich dazu stehen kann. Und eben, wie ich schon sagte, am besten dann nicht nur um die Folgen, die hinter der nächsten Ecke sind, sondern insgesamt, so wie sie entstehen. Wenn hinter der nächsten Ecke noch alles gut sind und zwei Ecken weiter ist es die Katastrophe, dann ist es völlig unzureichend, nicht eben den Horizont weit genug zu machen, wie man da kritisch reflektiert. Andere Dinge, die man dann natürlich mit als Maßstäbe einhalten sollte, sind sowas wie die allgemeinen Menschenrechte und so weiter. Jetzt könnte man immer noch sagen, ja, aber es gibt doch Menschen, die sowas kritisch reflektieren und die an solche Maßstäbe denken oder die teilweise auch anwenden wollen. Schlüsselwort ist teilweise. Der postkonventionelle Mensch pickt sich nicht irgendwelche Stellen raus, wo er jetzt dieses kritische Denken einschaltet, sondern der postkonventionelle Mensch erkennt das als Leitprinzip, als Grundhaltung, die seine Orientierung im Leben ausmachen muss. Und dann landen wir eben bei Menschen oder bei diesem Ergebnis, dass es solche Menschen kaum gibt. Weil auch der sich 2 Stunden nachmittags hinstellt für Amnesty International und was weiß ich, für die Freilassung des Systemkritikers Raif Badawi in Saudi-Arabien eintritt, wie sehr ist der bereit hinzugehen und zu schauen, dass er selbst in einem staatlichen Herrschaftsverhältnis lebt, wo ihm sein Steuerruder als Kind schon abgenommen wurde, also ein Großteil seiner Entscheidungsrechte, ohne dass er gefragt wurde. Und ohne dass ihm überzeugende Argumente genannt wurden, oder ein Gesellschaftsvertrag, in dem solche global verantwortlichen überzeugenden Argumente stehen würden, und wo in seinem Namen, also nehmen wir jetzt den Staat Deutschland, versucht wird, Rüstungsweltmeister zu werden und Beteiligung an illegalen Angriffskriegen in der Welt geschieht und Zerstörung der Natur und diese Schere zwischen Arm und Reich. Ihr wisst, 62 Menschen besitzen so viel wie die Hälfte der Menschheit. Hier in Deutschland besitzen die oberen 10% über 50% des Volksvermögens, die unteren 50% weniger als 1% oder derartiges. Das hat alles, da kann man ja auch nicht erwarten, dass einem ein mit global verantwortlichen, überzeugenden Argumenten gefüllter Gesellschaftsvertrag vorgelegt werden könnte. Und wenn es den geben würde, also für mich ist klar, dann müsste da drin stehen, es geht uns allen um globale Verantwortlichkeit und dann nehmen wir uns auch gegenseitig ernst und versuchen miteinander Konsensgemeinschaften globaler Verantwortlichkeit zu bilden oder globalen Teilens. Das gibt es nicht. Das heißt, auch der Mensch, der irgendwo protestiert gegen Saudi-Arabien und die Willkürherrschaft, die da existiert, ist normalerweise nicht bereit, jetzt wirklich mit dem Blick des Post-Conventional Levels seine Einordnung hier in Herrschaftsstrukturen in Frage zu stellen. Ich nehme nur die Herrschaftsstrukturen, die Geldzusammenhänge, da haben wir auch schon ein paar Worte drüber gehört. Gut, Punkt 3. Also erstmal gibt es das monatliche Gespräch, offene Gespräch über Verantwortlichkeit. Punkt 2. Solche Verantwortungstreffs könnten sich mit Persönlichkeitsreife beschäftigen und könnten so zu einer echten global denken, lokal handeln, Werteorientierung kommen. Also ihr könnt euch denken, also wenn mal klar wäre, wir müssten dieses post-conventional Level erfüllen, dann sind wir bei global denken, lokal handeln, Werteorientierung. Und da, zum Punkt 2 zähle ich noch dazu, wenn das geschieht, also wenn diese Basisgruppe, diese Verantwortungstreffs sich mit diesen Fragen beschäftigen, wenn zugelassen wird, dass die mit auf den Tisch kommen, dann könnten aus diesen Verantwortungstreffs Erdkaterkreise werden. Jetzt weiß ich nicht, ob euch das Stichwort Erdkater schon etwas sagt. Nicht? Dann werdet ihr sehen, dass das auch ein ganz spannendes Ding ist, was man unbedingt wissen müsste. Denn bei jedem einzelnen Menschen, auch in unserem eigenen Leben, wissen wir, wir sollten erst wissen, was wir tun, bevor wir es tun, damit es nicht Murks wird. Das gilt natürlich auch für die Menschheit. Also gerade wenn sie jetzt wie mit der globalisierenden Dampfwalze hier über den Planeten donnert, wäre eigentlich gut, diesen Maßstab zu wissen oder im Auge zu behalten. Wir sollten erst mal wissen, was wir tun, bevor wir es einfach drauf los tun.
diesen Versuch, dass die Menschheit eine gemeinsame Kursorientierung bekommt. Dieser Versuch ist zum ersten Mal im letzten Jahrhundert gestartet worden. Und zwar, indem die Völkergemeinschaft, also es gab auch vorher schon Ansätze, die gesagt haben, wir machen mal einen Programmentwurf oder wir beschreiben Werte, da wäre es gut, wenn die Menschheit diese Werte einhält oder dieses Programm. Sowas gab es schon immer. Aber einen völkerübergreifenden Bewusstseinsbildungs-, Diskussions- und Konsensbildungsprozess, woraus so eine gemeinsame Gesamtkursorientierung für die Menschheit entwickelt werden sollte, das gab es erst in Verbindung mit der UN, den Vereinten Nationen. Und da kamen dann zwei Chartas, Wertechartas heraus, relativ zügig heraus, die auch schon Lichtblicke aus meiner Sicht der Menschheitsentwicklung sind, die UN-Charta über den Umgang von Völkern untereinander und die allgemeine Menschenrechtscharta. Aber die UN-Charta beschreibt eben auch nur diesen Wertebereich, wie sollten so Völker miteinander umgehen. Und die Menschenrechtscharta beschreibt nur einen Teil der zwischenmenschlichen Rechtsfragen. Das heißt, der übrige Bereich der zwischenmenschlichen Rechtsfragen und auch der gesamte Bereich Werteorientierung und moralischer Umgang mit der übrigen Welt, den Pflanzen und Tieren und Mutter Erde, ist noch völlig leeres Feld. Und gegen Ende des 20. Jahrhunderts gab es dann, gerade als die Klimaproblematik und so auch immer mehr bewusst wurde, und dann gab es den gescheiterten Gipfel, Klimagipfel oder ja, von Rio de Janeiro, es gab Agenda 21 und ähnliches, wo zwar drin stand, wir brauchen auch Lebensstilwandel und Wertewandel, wo das aber völlig unentwickelt blieb. Da gab es dann einen Ansatz, der da ins Leben kam und diese Aufgabe sich wirklich stellen wollte, einer ganzheitlichen Werteorientierung für die Menschheit. Und das war die sogenannte Erdcharta-Initiative. Und diese Erdcharta-Initiative, die eigentlich zum Teil dann auch geplant war als Werteergänzung für sowas wie Agenda 21 oder jetzt gibt es die Agenda 2030, es gibt die SDGs, die Millenniumsziele und was weiß ich alles. Die Agenda, die Erdcharta sollte eigentlich sowas wie diesen Werteanteil darstellen, aber es ist bis heute ein Kampf. Und es ist so, dass gerade zum Beispiel amerikanische Interessensgruppen oft sagen, lassen wir das lieber weg, sowas, ne? Also irgendwie Wertewandel und Systemveränderung, Strukturenwandel. Wir retten die Welt durch neue Technik, wir retten sie durch Wirtschaftshilfe und humanitäre Hilfe. Und mehr wollen wir nicht und mehr brauchen wir auch nicht. Also da gibt es massive Interessensgruppen, die sich dagegen sträuben, dass jetzt wirklich so eine Verantwortungswerteorientierung zum Zuge kommt. Und da wirklich auch gerade in leitender Funktion eingebaut wird in diese Agenten. Trotzdem, natürlich ist sofort klar, das ist eine Menschheitschance. Also auch wenn man sich anschaut, wer steht mit hinter der Erdcharta? Die Erdcharta verbindet den Papst, den Dalai Lama, Michael Gorbatschow, Rockefellers und was weiß ich. Das heißt, man hat eine breite, also auch der Diskussionsprozess wurde durch Einbezug indigener Völker und alle dem durchgeführt. Wir haben eine Breite bei diesem menschheitlichen Konsensbildungsprozess. Das kriegen wir so schnell kein zweites Mal. Und es wird entscheidend sein, ob wir aus dieser Chance was machen oder ob sie schief geht. Also der Papst hat in seiner letzten Zyklika Laudato Si schon seine große Enttäuschung ausgedrückt, dass dieses Angebot an die Menschheit so sehr bisher missachtet noch wird oder nicht ausreichend Wirkkraft bekommt, indem sich Menschen dahinter stellen würden jetzt und dem richtig Power geben. Damit es auch diese Machtinteressen, die dagegen stehen und diese Wirtschaftsinteressen, die dagegen stehen, wirklich in die Schranken weisen kann. So, aber jetzt nochmal zu diesem Entwicklungsschritt. Wie könnte so eine Brückenstrategie, so eine Metamorphosestrategie ablaufen? Es könnte monatliche Gesprächstreffen über Verantwortung geben. Die würden, gerade wenn sie sowas wie Post-Conventional Level und so mit einbeziehen, zu einer global denken, lokal handeln, Werteorientierung kommen können. Und dann könnten sie sich auch gleich als Erdcharta-Kreise bezeichnen, weil es gibt wohl nichts Besseres jetzt als diese Chance mit der Erdcharta, so eine global denken, lokal handeln, Werteorientierung einzubringen in die Entwicklung der Menschheit. Drittens, wenn wir also aus den Verantwortungstreffs Erdcharta-Kreise bekommen haben, diese Erdcharta-Kreise könnten dann wohl recht schnell zu dem Ergebnis kommen, dass die tolle Werteorientierung auch in Praxis umgesetzt werden muss. Auch strukturell. Also ich berühre den haupttabuisierten Punkt Strukturenwandel wieder. Und zwar durch Einrichtung von entsprechenden Steuerungs- und Organisationszentralen.
Spruch von mir dazu, frecher Spruch. Wir haben in der jetzigen Gesellschaft Arbeitsagenturen und Kriegsministerien. Ob wir sie jetzt Verteidigungsministerien nennen, die am Hindukusch verteidigen, oder spielt keine Rolle. Ne? Wir haben Arbeitsagenturen und Kriegsministerien. Wir haben keine Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen. Das heißt, für die wirklich wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben haben wir keine Organisationszentrale. Und es ist kein Zufall, dass es so ist. Es ist kein Zufall, dass es weltweit gerade mal in 3 Ländern den Versuch von sowas wie Friedensministerien gibt. Das ist alles kein Zufall. Umweltministerium haben wir. Umweltministerium haben wir, aber das ist natürlich dasselbe wie Nachhaltigkeits- und Friedensministerium. Okay. Auch von der Politik nicht. Ich komme ja gleich beim Friedensministerium noch zu einigen Einzelheiten auf. Also gerade jetzt eben die soziale Nachhaltigkeit ist ja völlig raus. Also wenn wir sagen, wir haben ein Umweltministerium. Schon da. Ne? Und da mache ich also mal weiter mit. Also der dritte Punkt ist, die Erdkaterkreise könnten dann sagen, wir brauchen auch strukturelle Umsetzung der Werte, zum Beispiel durch Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen als gesellschaftliche Leitinstitutionen. Nicht in Beraterfunktion, wir haben einen Nachhaltigkeitsrat für die Bundesregierung oder sowas, aber die sind nicht nur Berater, sondern das müssten die Leitprinzipien der Entwicklungsgestaltung sein. So, diese Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen könnten grundlegende Maßnahmen durchsetzen, auch was eine neue Auffassung von Grundrechten und Demokratie bedeutet, wie zum Beispiel 4a. Grundrecht für jeden Menschen auf gewaltfreie Hilfe bei Klärung von Meinungsverschiedenheiten bzw. Konflikten. Was bietet euch die jetzige Gesellschaft an, wenn ihr in einen Konflikt geratet? Messer. Nicht unbedingt. Da sagen sie, wir haben das Gewaltmonopol, ihr dürft ja auch keine zu langen Messer mehr in der Tasche haben oder so. Da sind wir glücklicherweise, und ich meine, es passieren immer mehr Sachen trotzdem mit Messern und so, aber sagen wir mal, der Anspruch der Gesellschaft ist, darüber etwas hinaus zu sein. Gericht, außergerichtliche Einigung. Naja, mit der außergerichtlichen Einigung, das ist noch nicht so lange her. Das ist die Vorstufe mittlerweile. Mittlerweile zur Vorstufe, aber trotzdem eben auch nicht die ausschlaggebende Form und auch nicht so, dass da jetzt in dem Sinne Mediation und Ähnliches in wirklich ausgereifter Weise auch nur angewendet würde. Also immer mehr wurde mir erzählt. Ja, ja, natürlich. Und das ist ja auch schön, dass es so ist. Aber real ist es so, dass der moderne Rechtsstaat die Gerichtsbarkeit anbietet. Wenn du einen Konflikt hast, dann kannst du hingehen, kannst die Polizei rufen, kannst die Gerichte anrufen, kannst einen Gerichtsprozess bekommen. Das ist bislang immer noch die bestimmende Form. Und in vielen Stellen das Einzige, was passiert. Und eigentlich behaupte ich, müsste es vorrangig zu gewaltsamen Formen der Konfliktaustragung ein Grundrecht jedes Menschen geben auf Hilfestellung für gewaltfreie, friedliche Konfliktaustragung. Das hat viele Vorteile. Ich nenne mal nur einen Vorteil. Jetzt gerade auch für jemanden wie mich. Also ich bin ausgetreten aus dem Staat, habe meine Papiere zurückgegeben, weil ich eben nicht mich beherrschen lassen will von Leuten, die mich nicht fragen. Und ich lebe völlig ohne Geld, weil ich nicht abrechnen will oder weil ich nicht will, dass, ich sag mal, die Menschheitsfamilie gesteuert wird von Leuten, die nach dem Geldmechanismus hingehen können und die nächste Südseeinsel anstreben, statt das gemeinsame Ziel, was gut ist für alle. Ne? Da will ich gemeinsame Planung und das klargestellt ist, so wird gesteuert. So, und da bin ich also ausgetreten. Jetzt stellt euch mal vor, ich komme jetzt in einen Konflikt mit dem Staat oder Staatsvertretern, wo es beispielsweise darum geht, ob ich Land besetzen darf, wo ich sage, als Naturmensch gehe ich halt hin und nehme einfach meinen Anteil an den natürlichen Lebensgrundlagen für mich in Anspruch als Naturrecht. So, jetzt nehmen wir an, der Staat kommt und sagt, okay, wir haben einen Konflikt mit dir. Was bieten wir dir an? Na, du kannst ja vor Gericht gehen. Da würde ich ja alt aussehen. Ne? Es wäre kein besonders faires Angebot, wenn die andere Seite mir sagt, wir lösen jetzt den Konflikt mit unseren Gewaltlösungsinstanzen, die wir dafür geschaffen haben. Es wäre ganz was anderes, wenn ich hingehen könnte und könnte sagen, Leute, eure Gesetze sind nicht das Ende der Menschheitsgeschichte. Auch die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Welcher vernünftig denkende Mensch wird sagen, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ist das Ende der menschheitlichen Verfassungsgeschichte? Ist es sicherlich nicht. Wir haben da kein Recht, etwas, was wir so an Gesetzen festlegen, für alle Zeiten als unhinterfragbar gültig festzulegen. Es müsste als höhere Instanz eine Vernunft, eine anrufbare Vernunftinstanz geben, die alles auf der Basis der Klärung von Argumenten infragestellbar werden lässt. Ich als Systemgegner bräuchte, wenn ich einen Konflikt mit dem Staat hätte, damit das fair zugeht, eine unabhängige Argumenteprüfungsinstanz.
Und das wäre eigentlich etwas, was, wenn wir eben auch nach Menschenrechten, Artikel 1 der Menschenrechte, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Geschwisterlichkeit begegnen, wenn solche Ansprüche gelten, müsste ich auf sowas einen Anspruch erheben können. Wir sind alle mit Vernunft und Gewissen begabt. Bitte schön, ich möchte eine Klärungsinstanz bei Schwierigkeiten, die sich auf Vernunft und Gewissen beziehen lässt. Da gibt es ja auch Ethikkommissionen. Die sind aber kein Ersatz für die Richtbarkeit. Ja, sie können zumindest beratend hinzugezogen werden. Aber sie können, aber ich meine, wir sind uns einig, wo was fehlt oder wo da Lücken sind und wo wir eine ganz andere Grundkultur bräuchten. Wir brauchen nicht Lückenfüllung am Rande für ein System, was weiter von einseitig vorgegebenen Macht- und Herrschaftsinteressen und Gewaltprozeduren bestimmt ist, sondern wir brauchen diese Vernunftkultur und eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur als bestimmende Leitschienen der gesellschaftlichen Entwicklung. Und da sind wir weltenweit noch von entfernt, obwohl die Welt mit ihren Problemen dringend schreit, dass wir endlich auch systemischen Wandel brauchen, dass wir wirklich was tun müssen. So, nächstes, und das ist jetzt, was wir jetzt schon haben, also für die Hilfe, das Grundrecht jedes Menschen auf gewaltfreie Hilfe für Klärung von Konflikten, Einrichtung von Klärungs- bzw. Vertrauensinstanzen, ob wir sie jetzt Wahrheitsagenturen nennen oder wie auch immer, die möglichst objektive und allseits vertrauenswürdige Informationen liefern wollen. Klammer auf, ich brauche wohl nicht viel darüber zu sagen, dass die Infos von Medien oder Regierung sowas derzeit nicht sind. Und bedauerlich ist, dass das von mir Angesprochene leider von kaum einer Seite, auch politischen Seite, wirklich gewollt wird. Also ich stehe hier ganz deutlich dazu, da könnte ich jetzt Beispielbereiche nehmen, aber das führt hier zu weit. Aber was von der Regierung derzeit in politischen brennenden Themen gebracht wird und von den Mainstream-Medien, ist sehr ausgeprägter Nanny-Journalismus. Wie das ja auch die Medien selber zum Teil auf den Punkt gebracht haben. Da wird in bevormundender Weise einseitig gefärbt, beschönigt, unterm Tisch gekehrt. In irrationaler Weise werden sachlich richtige Standpunkte diskriminiert, schlecht gemacht und so weiter. Es schreit zum Himmel. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch keine Lösung, wenn da irgendwelche Esoteriker, Freaks oder sonst was hingehen und bewusst zum Teil auch noch Verschwörungs- und Fake News oder sowas in die Welt setzen. Oder der Staat schleust da ein paar Leute ein, die noch die wildesten Sachen dann eben dazu bringen. Sondern alle Seiten hätten einen großen Vorteil davon, auch rechts und links, auch AfD und Antifaschisten und ähnliches, wenn wir hingehen würden und würden sagen, gut, natürlich, es gibt keine hundertprozentige Objektivität. Aber die Frage, ob wir Instanzen schaffen wollen, die in möglichst vertrauenswürdig objektivierender Weise, für alle Seiten vertrauenswürdiger Weise, Informationen klären wollen, das wäre sehr wertvoll und das haben wir so gut wie nicht. Wir haben nur Szenen im Moment, die sich gegenseitig ihre Willkürideologien um die Ohren klatschen und am besten erreichen wollen, dass man die Argumente der anderen unter den Teppich kehrt, statt zu einer fairen, sachlichen Klärung bereit zu sein. Ja, aber wie will man sowas real umsetzen? Kann ich dir sagen. Ich nenne ein ganz konkretes Beispiel. Wissenschaftsbereich. Es wird eine Klärungsinstanz mit möglichst kompetenten und integren Wissenschaftlern besetzt, die nicht mehr direkt vom Staat und auch nicht direkt von der Wirtschaft bezahlt sind. Sondern von wem dann? Man schafft eine Zwischeninstanz und die kann man jetzt durch, ich sag mal, moralisch besonders anerkannte oder vertrauenswürdige Personen besetzen. Und diese Zwischeninstanz heißt zum Beispiel Förderung der objektiven Wissenschaft. Wer entscheidet, wer moralisch integer ist? Kann man demokratische Prozesse durchführen, man kann Maßstäbe wie das Post-Conventional Level von Lawrence Kuhlberg anwenden. Wir haben noch sogar inhaltliche Maßstäbe. Wir können endlich nach echter Reife gehen. Guck mal, wenn jemand ins Auto steigen will, dann sagen wir, er muss einen Führerschein machen. Wir haben Führerscheinkriterien für menschliche Reife. Wir müssten unsere Politiker auch mal daran messen. Ne? Aber wir haben was. Es ist nicht so, dass wir da vorstellen, es gibt gar keine Maßstäbe. Es gibt Maßstäbe, sie werden nur nicht angewendet. Und dann könnten wir eben sagen, wir machen so ein Wissenschaftlergremium, wo die Wissenschaftler auch sich erstmal stark damit beschäftigen, ob sie diese Reife des Post-Conventional Levels auch erfüllen wollen zumindest oder sowas. Ne? Schon allein das Wollen wird ja überhaupt nicht geprüft oder zur Voraussetzung gemacht. Das wird doch tabuisiert und unter den Teppich gekehrt. Keine echte intellektuelle Auseinandersetzung damit. Das ist das Problem, was wir haben. Ne? Und dann könnte man hingehen und könnte sagen, dieses Wissenschaftlergremium, was vielleicht auch noch von zwei, drei Seiten dabei kritisch
geprüft wird, unter Beobachtung gestellt wird. Wir haben ja auch Stiftung Warentest für die Stücke Seife im Regal im Supermarkt. Wir haben keine Stiftung Systemtest. Wir haben keine Stiftung Objektive Wissenschaftstest. Und sowas. Haben wir alles nicht. Offensichtlich, weil es nicht gewollt wird. Und dann könnten wir hingehen und diese Zwischeninstanz Förderung der objektiven Wissenschaftlichkeit, bekommt alle Mittel in einen einzigen Topf. Und die werden von da aus nur noch verteilt nach Anwendung objektiver Wissenschaftlichkeit. Und nicht wie jetzt, also ich kann euch mal ganz konkret sagen, geht mal in eine Sitzung der Fakultät Friedens- und Konfliktforschung in Marburg. Dann sitzt ihr da und ihr hört, wir können unsere Außenstelle in Weißrussland oder so, wo es darum geht, wie da die diplomatischen Verstrickungen vor 2 Jahren gelaufen sind, können wir fortsetzen, weil uns VW den Job weiter bezahlt. Wir können hingehen und können die andere Stelle, die wir in Südafrika haben, können wir auch fortsetzen, weil Shell weiter bezahlen. Und sowas. Das ist völlig unmöglich, was da läuft. Völlig unmöglich. Und so offensichtlich, dass es zum Himmel schreit. Und trotzdem, wir haben da gesessen, meine Frau und ich, und wir haben gesagt, wie sieht es denn aus, jetzt hier nach wissenschaftlich-sachlichen Kriterien vorzugehen? Also zum Beispiel auch Gewaltfreiheit im Umgang mit Tieren oder so. Und weißt du, was dir dann die Studenten, die neben dir sitzen, sagen? Dazu sagen? Ach Mensch, das interessiert doch keinen. Wir müssen doch später nach was gucken, womit wir dann unser Geld verdienen können. Und solange das so ist, aber das ist aber real, das ist real und leibhaftig so erlebt. Und da kann mir jetzt auch nicht jemand sagen, irgendwo in irgendeinem Winkel läuft es anders, weil so läuft es sehr stark. Und so darf es nicht laufen. Und da muss man wirklich auf den Tisch schauen und muss einen strukturellen Wandel wollen. Und deshalb sage ich, wir haben keine solchen Wahrheitsagenturen und wir könnten aber viel mehr dafür tun, wenn wir so in der Weise darüber nachdenken, wie ich euch das jetzt hier vorschlage. Aber dafür müsste die Bereitschaft da sein, solche Aufgabenstellungen in den Fokus zu nehmen. Nicht nur am Rande mal drüber zu klagen und zu reden. Das muss in den Fokus, das müssen Leitlinien werden, was ich hier beschreibe für die Entwicklung. Und das geht noch weiter. Also jetzt kommt nämlich noch ein Punkt auch, der wird euch vielleicht auch erschrecken, also was Demokratietheorie angeht. Trotzdem glaube ich, dass kaum jemand hier widersprechen kann, wie notwendig das wäre. Also diese Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen müssten sich auch einsetzen für, ich nenne es hier 4C, oder man nimmt es auch von mir aus gerne als Extrapunkt 5, Weiterentwicklung der Demokratie, Klammer auf, mit Respekt vor dem Prinzip des Free, Prior and Informed Consent, Klammer zu, zu ausreichender Menschheitskonsensdemokratie, wo als entscheidende Mehrheit nicht Augenblicksmehrheiten in Privilegiengruppen wie dem Luxusstaat Deutschland gelten, sondern die Kinder der Zukunft. Und ich greife mal 3 Stichworte auf, die ich da sage, um vielleicht ein bisschen zu erklären, weil wahrscheinlich ist das nicht bekannt. Zum Beispiel dieses Prinzip des Free, Prior and Informed Consent. Ist das bekannt? Gut. Ihr werdet wieder sehen, es ist was sehr Spannendes, was für Weichenstellungen jetzt heute in der Welt ja in ganz entscheidender Weise umkämpft auch wird. Ihr wisst alle, dass die letzten indigenen Völker, also auch Indianer da in Brasilien und sowas, massiv bedroht sind. Weil das Land wird ihnen weggenommen, ob der Staat jetzt selber eingreift oder ob er sogar Schutzgesetze hat, die aber durchlöchert werden von irgendwelchen Konzernen, die da die Korruptionsgelder auch ausreichend geben, ne? Die die Leute auf ihren Feldern erschießen lassen und dann sagen, wenn die sagen, wir wenden uns an den Staat, ja, es gibt doch keine Nachweise, die Polizei war nicht mit dabei. Und all solche Sachen, ne, da gibt es, man könnte vieles jetzt vorbringen, was da an himmelschreiendem Unrecht passiert. Und es gibt aber von der UNO und auch hier, auf Deutsches Entwicklungsministerium und so, gab es dazu Stellungnahmen, die eigentlich, ja, die gingen immer das Thema, welche Rechte müssten wir eigentlich den indigenen Völkern zugestehen? Und das Schöne ist immerhin, dass wenn sich die UN oder hier das Entwicklungsministerium damit mal beschäftigt, da kommen dann Ergebnisse raus, weil die sitzen ja am grünen Tisch und denken nach, ja, Menschenrechte und so, und wir haben ja auch als UN den Anspruch und bla bla bla. Welche Rechte hätten die eigentlich? Und da kam raus, das ist eigentlich Konsens, ne? Also von UN und Entwicklungsministerium. Welches Recht hätten die indigenen Völker? Sie hätten das Recht, dass ihnen natürlich ihre Lebensweise, ihre Lebenshintergründe, ihr Land als ihr Besitz anerkannt wird. Und wenn da etwas geschehen soll, irgendein Eingriff, dann nicht einfach so, sondern die müssten vorher gefragt werden. Und was ist das jetzt? Dieses Prinzip des Free, Prior and Informed Consent. In Freiheit müssten sie gefragt werden und mitentscheiden können. Vorher, also prior and informed, mit hinreichendem Bewusstsein über die Zusammenhänge und Folgen und eventuell Schäden und so weiter, was dabei entsteht.
Das ist das Recht der Naturvölker, auch die, die nicht staatlich organisiert sind oder die nicht in dieses jetzige Staats- und Geldsystem eingebaut sind, die nicht ihr Land gekauft haben oder sonst was, dass sie das Recht hätten auf diesen Free, Prior and Informed Consent. Ich sage mal am Rande, hätte das nicht auch jeder Mensch von uns, ne? Aber davon mal ab. Jedenfalls, das ist ein Grundanspruch, ein demokratischer Grundanspruch eigentlich, der da jetzt auch so auf indigene Völker beziehbar ist. Dann nächster Punkt, Menschheitskonsensdemokratie. Ich hatte vorhin schon so ein bisschen angerissen, demokratiekritische oder demokratietheoretische Aspekte. Ihr wisst alle, wir werden hier als Kinder in den Staat integriert. Wir werden nicht gefragt, wir bekommen eben keinen Gesellschaftsvertrag und so weiter. Und was real an Politik dann in unserem Namen gemacht wird, kann keiner als global verantwortbar hinstellen. Nehme ich an, dass das wahrscheinlich sogar ziemlich konsensfähig ist. Dann ist es aber so, wäre es eine Lösung, wenn die Demokratie hier bei uns in der Gesellschaft so funktionieren würde, wie sie zumindest vom Systemansatz her gedacht ist, also als Mehrheitsdemokratie. Auch das ist nämlich nicht der Fall. Und mit sehr einfachen Argumenten erklärbar. Die jetzige Demokratie, also wenn ihr in die Politikfakultät irgendeiner Uni geht, werdet ihr da keinen großen Widerspruch hören, wenn ihr sagt, die Mehrheitsdemokratie funktioniert ja nicht mal als Mehrheitsdemokratie. Sondern das sogenannte Primat der Politik ist längst verdrängt und untergebuttert durch das Primat der Ökonomie. Das heißt, dass hier das große Geld bestimmt. Ne? Ich zitiere den Politiker Seehofer. Die in der Politik das wirkliche Sagen haben, sitzen nicht in den Parlamenten. Und die in den Parlamenten sitzen, haben nicht das wirkliche Sagen. Ihr kennt den CSU-Politiker Seehofer. Klar. Also, so ist die reale Situation. Aber jetzt nehmen wir mal an, es wäre nicht eine Lobbydiktatur oder Plutokratie, Reichtums- oder Geldherrschaft, sondern es wäre eine Mehrheitsdemokratie. Stellt euch vor, ihr habt einen Freundeskreis von 10 Freunden und es geht um eine Entscheidung, die für alle wichtig ist. Stellt euch vor, die Mehrheitsdemokratie funktioniert und 6 sagen, wir haben eine Lösung, wir haben eine Entscheidung getroffen und die anderen 4 werden jetzt mit Gewalt gezwungen, unsere Entscheidung mit zu übernehmen. Was glaubt ihr, wie lange ihr die 4 anderen als Freunde haben werdet? Nicht so lange. Nicht so lange, ne? Weil es gibt kein vernünftig, rational oder mit menschheitsmoralischen Argumenten rechtfertigbares Argument, einfach Gewalt ausüben zu dürfen über andere Menschen. Weil man eine Mehrheit bilden kann. Das ist schlicht auch nur eine Form für Rechte Stärkeren. Man müsste viel mehr hingehen, also würden die 4 Freunde auch sagen, naja, wir möchten, dass viel mehr auf uns eingegangen wird, uns zugehört wird, auch versucht wird, mit uns sich zu einigen. Und wenn das nicht klappt, dann ist der nächste Schritt erstmal, sich getrennt handeln zu lassen in Frieden. Aber nicht, dass die eine Gruppe mit Gewalt die andere dann unterdrückt und vereinnahmt. Also das ist das, was dafür spricht, dass wir einen gewaltigen Schub bräuchten in Richtung Konsensdemokratie und Vernunftklärungsdemokratie. Ne? Eine Argumente- und Demokratiekultur, die ganz anders ansetzt, auch diesbezüglich. Und das zeigt sich jetzt auch am letzten Punkt, nämlich was meine ich dann eben mit Menschheitsdemokratie, wo nicht Privilegiengruppen wie Luxusstaat Deutschland bestimmen, also Mehrheiten in Privilegiengruppen, sondern die Kinder der Zukunft. Wenn hier in Deutschland jetzt eine Entscheidung getroffen wird, sogar wenn es die Mehrheit der Deutschen wäre, das sind Entscheidungen mit einer Reichweite und Auswirkungen, da bestimmen Minderheiten über Mehrheiten, weltweit betrachtet. Das ist völlig undemokratisch, wenn man sich das in den Machtkonstellationen wirklich vor Augen führt. Und real wäre noch nicht mal die Mehrheit der jetzt auf dem Planeten lebenden Menschen das, was in einer Verantwortungsdemokratie entscheidend zählen kann. Sondern die viel mehr, die nicht am Tisch sitzen können, aber eigentlich zählen müssten, sind die Kinder der Zukunft. Das heißt, eine Demokratieform der Zukunft, die eine ganz neue Argumente- und Demokratiekultur auch verwirklicht, die würden nicht einfach abstimmen, ohne auch nach der Qualität der Stimmen zu gucken. Ne? Sind die da abstimmen? Haben die überhaupt den Führerschein für Abstimmung? Sind die nach postconventional Level überhaupt verantwortungsreif? Guckt kein Schwein nach. Du kriegst mit 18 die Mündigkeit hinterhergeschmissen, den Führerschein und sowas kriegst du beileibe nicht so billig hinterhergeworfen. Aber ist natürlich nicht ohne Grund, warum das so ist. Weil diejenigen, die Macht haben, nicht das Interesse haben, dass wir jetzt wirklich Reifemaßstäbe anwenden. So. Und wenn wir die Kinder der Zukunft aber als ausschlaggebend zählen würden, dann wird die Demokratie der Zukunft auch eine andere Form annehmen. Es wird nicht mehr einfach Stimmen gezählt, sondern es werden sowas wie Nachhaltigkeitsagenturen, wissenschaftlich tragfähige, entsprechend auf Nachhaltigkeit überprüfte Konzepte entwickeln müssen, die diesen viel höheren Ansprüchen genügen. Und nichts anderes kann für uns als zukunftsfähig gelten. So, damit habt ihr
Jetzt also alle drei Sachen. Was ist das Grundanliegen von Schenker-Bewegung? Wie kann man als Mensch einfach sehen, ich bin lebendig verbunden mit der übrigen Welt? Ich sollte wegen meiner Vernunftbegabung und meiner seelischen Verbundenheit das Wohl des Ganzen anstreben, globale Verantwortlichkeit. Und ich sollte mit meinen Mitmenschen wie mit Brüdern und Schwestern versuchen, solche Menschheitsfamilien oder Konsensgemeinschaften des Teilens zu bilden. Ihr habt diese vier Methoden erklärt bekommen. Hier schreibe ich gleich noch was mit dem Konsensteilen dazu. Und mit Aufgreifen von Strukturelementen.